Diese Statue, die guckt mich auch immer so an. Die kann man schieben? Moment mal, die kann man schieben. Macht das Sinn? Moment, wieso kann man die schieben? Das muss doch irgendwie... Kann man die hier in irgendeine Ecke packen? Ist da was ausgeleuchtet oder so? Nö, keine Xe. Ey, das muss ich mal eben ausprobieren. Hat jetzt zwar überhaupt nichts damit zu tun, was ich eigentlich vorhabe oder machen muss, aber... Vielleicht ist das ja auch wieder so eine Sache, die ich wieder nicht richtig weiß. Wir schieben die mal in eine Ecke. Einmal eben ausprobieren. Wenn es klappt, ist gut. Wenn nicht, dann nicht. Nehmen wir die Ecke. So, rein da. Gucken, ob was passiert. Bin mal gespannt, ob es irgendwie Klack macht oder so. Na? Nö. Passiert gar nichts. Doof. Ja, irgendwas muss das ja zu sagen haben, sonst könnte man die ja nicht schieben. Nichts Auffälliges. Und hier? Landschaft. Gut, ja dann nicht. Aber trotzdem schon merkwürdig. Da muss es ja auch irgendwie was geben. Gut. Zurück zu unserem Tigerproblem. Ein Juwel fehlt. Das wir einsetzen. Ja. Müssen wir ja. Es funktioniert elektrisch. Es funktioniert elektrisch. Ah, Leute. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Wo will ich denn jetzt lang? Erstmal vor Euphorie wieder klarkommen. Wir haben doch ganz am Anfang in dieser Ebene den Strom eingeschaltet. Weil es hier so dunkel war, habe ich dann auch gesagt. Wenn wir den Schalter vielleicht wieder ausschalten können. Moment, da ist noch ein Apparat. Kann man den vielleicht auch schon betätigen hier? Nein, geht nicht. Okay. Im Speicherraum war das, ne? Genau, im Speicherraum. Da haben wir den... rechts? Rechts. Da haben wir den mit diesem Ventilgriff angedreht und dann einen Hebel umgelegt. Wenn wir den jetzt wieder ausschalten können, dann könnten wir vielleicht beide Steine nehmen. Mal gucken. Ja, Hebel bewegen. Klasse. Ey, super. Strom ist wieder aus. Ha! Das ist ja cool. Das wusste ich nicht mehr. Aber das ist genial gedacht, finde ich. Das ist wieder so ein geniales Rätsel. Das finde ich cool. Ja, also, das ist nicht zu schwer. Da kann man drauf kommen. Sogar ich bin da drauf gekommen. Das soll schon was heißen. Jetzt ist die Tür abgeschlossen. Aber. Wir kommen jetzt ja außen rum. Wir überlegen, wo. Ja, Haupteingang Herrenhaus, so gesehen. Hier, ne? Ich hoffe, es gibt jetzt keine nachtaktiven Wesen, die hier rumschleichen oder so. Das wäre jetzt blöd. Genau, und jetzt können wir hier außen rum. Super. Und jetzt sind wir gleich wieder bei den Tigern. Bei dem Tiger. Singular. Verzeihung. Ja, jetzt bin ich fast blind gegen die Statue gelaufen, weil ich nichts sehe. Wenn das funktioniert. Das muss ja funktionieren. Der dürfte sich jetzt ja nicht bewegen. Ha! Klasse. Klasse. Genial, wir haben beide. Wir haben beide Edelsteine. Hier will ich gar nicht lang. Das ist ja geil. Ich bin immer noch überwältigt von dieser... Von dieser taktischen Einfallsreichheit. Was ist das denn bitte für ein Wort? Einfallsreichtum. Vergesst einfach, was ich sage, bitte. Von Captain. So. Um den Satz mal zu Ende zu bringen. Kreativität. Ja, das ist doch mal... Ja. Oh. Neue Gäste. Kreativität ist das Wort, was ich gesucht habe. Von dieser Kreativität von Capcom. So. Okay, wollen wir dich mal eben vernichten. Das war Carsten. Was ist denn mit Carsten los? Das sieht gar nicht gut aus. Und Erwin, du kriegst auch einen verpasst. So.
Da! Michael! Michael! Weg mit dir! Und ich höre noch ein Kriechen. Das ist... Dörte! Nein, ist ja ein Kerl. Fühlt euch bitte jetzt nicht irgendwie angegriffen, ne, wenn ich euren Namen zufällig verwendet habe. Das ist nicht böse gemeint. Ich bin gerade nur so euphorisch, dass mir gerade jegliche Namen einfallen. So. Ja. Da ist sie. Rot, ne? Hier rot. Ein bisschen runterkommen wieder, Alex. Ganz ruhig, ganz ruhig. So. Sesam, öffne dich. Wir nehmen die Spieluhrenplatte. Jawohl. Nehmen den Geheimgang, den wir nicht kennen. Nein, wir ignorieren jetzt jegliche Unlogik in diesem Spiel. So. Und setzen jetzt den roten Saphir. Ne, den blauen Saphir in die blaue Spieluhr. Öffnen Sie damit und legen die Spieluhrenplatte in die blaue Saphir-Spieluhr. Nun hab ich's. Was mir gerade so einfällt, ne? Wenn das Kinderzimmer sind und die haben sich damals Streiche gespielt, die Kinder, ne? Dann lag Alfred hier abends im Bett. Alexia kam rein, macht die Spieluhr an. Und auf einmal ist es bei Alfred zappenduster, weil ihm die Decke vom Bett auf den Kopf knallt. Das ist ja auch geil, dass die Eltern so ein Zimmer kreiert haben. Nette Eltern, doch, muss ich sagen. Oh, Herzschlag. Der Controller vibriert. Okay, das ist kein gewöhnlicher Dachboden wie bei dem Karussell. Das ist anders. Und ich werde, glaube ich, vorsichtshalber eine andere Waffe nehmen, oder? Ach, ich hatte... ach, Quatsch. Ich laber Müll. Ich hatte ja schon das Gewehr. Aber ich kann mich an diesen Raum überhaupt nicht mehr erinnern. Gar nicht mehr. Überhaupt nicht mehr. Da sind Patronen. Da sind Kräuter. Es zieht mich momentan mehr zu den Kräutern. Ja. Kann man immer gebrauchen. Das Bild da, das ist doch hier mein Namensvetter, oder? Ist das nicht Alexander Ashford? Ich glaube. Nehmen wir mal die Patronen. Die waren jedenfalls auch in der Ahnengalerie in dem Anwesen von den Ashfords. So, Platz sparen. Sehr gut. Eines Mannes steht da noch. Na gut, aber ich glaube, das ist Alexander. Ist aber auch egal. Da in dem Pott. Da liegt doch was. Und hier ist ein Fenster. Mhm. Ja. Ja, super Kameraeinstellung. Da springt doch bestimmt gleich was durch. Ja, das ist aber dieses Libellenkörperteil. Sehr schön. Okay. Okay, okay, okay. Nichts Nützliches. Gut, dann ja, verziehen wir uns doch mal ganz ruhig aus diesem Raum. Aber es kommt mir schon so ein bisschen suspekt vor. Alles ganz ruhig. Keine Musik. Aber es ist nichts passiert in dem Raum. Sollte uns das nicht zu denken geben? Ich denke nein. Gut. Dann haben wir unsere Libelle jetzt komplett. Damit ist das der Schlüssel zu unserem Selbstzerstörungsmechanismus, ne? Cool. Ja, dann steht uns jetzt ja nicht mehr viel bevor. Wir sind so ziemlich am Ende. Heidewitzka, Herr Kapitän. Und die Terrormucke geht wieder weiter. Yeah. Aber die ist wenigstens nicht ganz so so hektisch wie die... Na? Wie die von Claire, als wir aus dem Anwesen geflüchtet sind damals. Da ging es ja die ganze Zeit mit The Self-Destruct System has been activated, ja. Ich kann nicht mehr reden. Gut. Dann gehen wir jetzt mal zu unserer Truhe, rüsten uns aus mit unserem Granatwerfer und unseren ganzen Granaten, die wir noch haben. Und dann geht's auf zum letzten Bossfight in diesem Let's Play. Alexia erwartet uns. Ihr habt es bestimmt gesehen. Die zur Seite geschobenen Schränke waren wieder an die richtige Stelle gerückt. Und ich brauche nicht sagen, wer das war. Und hier! Schon wieder! Der Schrank steht schon wieder! Nee, 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 nee. Dieses Spiel ist besessen von Herbert. Ich glaube, das ist durch kein anderes Spiel mehr zu toppen. So, wir nehmen uns... Da sind unsere Granaten. So, wir nehmen uns den Granatwerfer. Die Pistole natürlich weg. Brauchen wir nicht mehr.
Wir packen mal erstmal die Kräuter weg, würde ich sagen, und nehmen die wichtigen hier. Haben wir noch eins? Da, ach, da ist noch ein rot-grünes. Ja, die Granaten natürlich. Jetzt brauchen wir noch ein Farbband, ne? Was machen wir jetzt? Gut, nehmen wir erstmal die Sicherheits... Ja, gut, so. Gut, und zur hier ist gar keine Schreibmaschine. Hier ist gar keine Schreibmaschine! Och, nö! Och, Mann, wo muss ich jetzt... Muss ich jetzt wieder ganz zurück? Danke, Capcom, danke! Als müsste man in diesem Spiel nicht schon genug hin und her laufen und Kilometer zurücklegen. Capcom platziert auch noch Truhen und Schreibmaschine in verschiedene Räume, damit man das Farbband nochmal wieder extra schleppen muss und wieder zurück zur Truhe. Und ja, das ist sehr nett. Nichtsdestotrotz macht Capcom einfach geile Spiele. Abgesehen von Dino Crisis 2. Also falls da jetzt nochmal Fragen zukommen sollten, hier muss ich lang. Von wegen, ob ich Dino Crisis 2 dann auch Let's Playe, da ist die Antwort schon mal nein. Es tut mir leid, weil Dino Crisis 2 hat nichts mehr mit Teil 1 zu tun. Außer, dass der Charakter Regina noch dabei ist. Aber das ist nur noch ein reines Saurier-Abballern. Da geht es nur noch darum, Munition einzusammeln, die Dinos abzuknallen und ja, Kombos zu machen. Ne? Also, ja, weiß ich nicht. Das hat keins. Nee. Hat nichts mehr damit zu tun. Ist auch nicht gruselig oder was. Das lassen wir. Ah, gut, 24 Abspeicherungen haben wir jetzt hinter uns. Ich hatte 25 geschätzt. Und ich glaube, wir werden die 25. gar nicht mehr erleben. Ich denke, das war die letzte Abspeicherung. Nochmal überlegen, ob ich irgendwas vergessen habe. Bis auf die ganzen Waffen, die ich nicht ergattern konnte. Sprich Magnum, sprich Maschinenpistolen. Aber immerhin haben wir ja die Magnum-Patronen gefunden. Das ist doch auch schon was. Ich habe euch gezeigt, wo die sind. Und wenn man mal realistisch ist, wir haben 12 Magnum-Schuss. Und wenn wir die Magnum gekriegt hatten, wären die wahrscheinlich auch geladen gewesen. Das wären also insgesamt 18 Magnum-Schuss gewesen. Ob wir die nur haben oder, was weiß ich, in Hamburg fällt eine Tür zu. Das ist eigentlich egal. Ich denke, wir werden Alexia auch mit dem Granatwerfer erledigen. Das hoffe ich zumindest. So, die müssen weg. Nehmen wir noch Medizin mit? Ich will dich gerade. Nee, Quatsch. Wir brauchen ja unsere Karte. Wo ist sie denn? Da. Da. Ich kann nicht gucken. Gut. Ja, und jetzt laufen wir nochmal gegen die Wand. Wir wissen ja, Chris möchte immer mit dem Kopf durch die Wand. Aber wir haben ja eine Tür hier, ne? Geht auch. Geht auch.